Hallo, ich begrüße euch ohne Vlog heute mal. Es tut mir leid, ich bin noch nicht dazu gekommen, irgendwie was zu filmen und es war auch nichts los. Und wir wollen heute 2 Wochen Dekos machen, weil wir ja letzte Woche keine gemacht haben. Ich hatte euch die ja jetzt erst als Timelapse eingestellt und ja, tut mir leid, dass ich dazu jetzt nicht so weiter sagen konnte, aber es war einfach auch, alles, was ich gesagt hatte, war irgendwie schon zu lange her, so 2 Wochen, das war irgendwie so veraltet, dass ich das jetzt auch nicht mehr hochladen wollte. Ich möchte noch nachtragen, dass das hier eine interessante Idee war und dass sich das irgendwie alles ständig so umkloppt. Es wäre irgendwie sinnvoll, das hier nochmal in irgendeiner Form anzukleben, aber ja. Irgendwie finde ich es halt auch ganz schön und ich mag halt auch an dieser Wochendeko besonders gerne, dass sie halt keinen Sinn ergibt. Also, ich bin gerade so auf den Trip, dass Sachen nicht unbedingt sinnvoll sein müssen, sondern schön. Ich finde das immer so anstrengend, wie zum Beispiel beim Filofaxing, dass halt pro Tag irgendwie was hingeklebt werden muss, was zu dem Tag passt. Das versuche ich in meinem Travelers Notebook in der Wochendeko ja auch oft. Aber es ist viel befreiender, wenn man einfach irgendwas machen kann, ohne weiter darüber nachzudenken. Das ist eine wunderbare Anti-Einleitung für diese Woche. Denn in dieser Februarwoche habe ich am 9. meine chinesische Klausur geschrieben und auch abends mit meinem Kurs gegessen. Dafür gibt es dieses, tut mir leid, ich musste die Gesichter abkleben, Gruppenfoto und ein paar chinesische Sachen, also ein paar Schnipsel von so Text. Ich kann natürlich auch Washi-Tape benutzen, dann hatte ich irgendwann mal dieses Prospekt mitgenommen, wo hier so ein Porzellan-Dingsbums drin ist. Aber auch, und das finde ich halt viel besser, diese Bilder hier oder das hier oder so. Und dann habe ich noch ein bisschen Restgeschenkepapier, das auf der einen Seite rot ist und wo ich dachte, naja, vielleicht können wir das hier gebrauchen. Das ist erstmal zur ersten Woche. Und ich habe irgendwie ist die Kamera ein bisschen schief. Weil wenn ich mein Buch gerade hinlege, ist es nämlich so, das war euch schief. Interessant, interessant. Ja. Genau. Die Chinesisch-Klausur lief übrigens ganz angenehm, würde ich behaupten. Wir könnten auch endlich mal das hier verwenden. Das würde ja rottechnisch voll passen. Ne? Vielleicht kriegen wir das irgendwie mit eingebaut. Ja. Ich weiß nicht, ob jetzt was jetzt besser ist. Wir können ja mal beides ausschneiden oder das hier mal ausschneiden. Genau. Also, Chinesisch. Ich war ja leider krank, sehr krank mit Fieber und rumliegen und also sehr, sehr großen Nasennebenhöhlenproblemen und das habe ich sonst eigentlich nicht, dass irgendwas so hartnäckig ist, aber das ist wirklich lange geblieben und ich hatte damit richtig zu kämpfen und war auch noch nicht wieder gesund, als am Freitag die Klausur und das Essen war. Aber als vorbildlicher Student bin ich natürlich trotzdem hingegangen. Man muss halt sagen, dass es bei uns auch nicht wirklich Nachschreibeklausuren gibt. Also wenn man halt in diesem Jahr oder in diesem Semester die Klausur nicht wahrnehmen kann, dann muss man halt im nächsten Semester oder halt im nächsten Jahr antreten. Und das, ja, also bis dahin habe ich halt alles vergessen, was ich jemals über Chinesisch wusste. Insofern habe ich mich halt hingeschleppt. Und die ersten 2 Aufgaben waren natürlich so Hörverstehenssachen. Das ist ganz schön groß, ne? Okay, ja, es waren halt so Hörverstehenssachen. Kaiserlicher Sommerpalast in China, das klingt doch gut. Ja, beim ersten mussten wir halt einzelne An- und Auslaute und so unterscheiden können. Also quasi Basic Hörverstehen in Chinesisch. Das klingt irgendwie einfach, aber wenn man dann mit diesen ganzen Tschüss und so verwirrt wird, dann also man muss schon recht gut geschultes Ohr haben.
Und beim zweiten, das war halt ein bisschen gemein, da hat er uns halt Worte gesagt, also 10 an der Zahl, die wir halt nicht kannten oder halt größtenteils nicht kannten. Und wir mussten halt heraushören, erstens, wie die An- und Auslaute sind und dann halt auch, wie die Töne sind. Ich glaube, es ging halt hauptsächlich um die Töne, weil es ja im Chinesischen 4 verschiedene Töne gibt, die halt Bedeutungsunterschiede in den Wörtern machen. Und ja, also wenn man halt die Wörter nicht kennt und dann zu hören, ob das nur der erste oder der zweite Ton ist, das ist schon eine Herausforderung so. Und was habe ich gemacht? Ich musste natürlich mega schnauben. Jetzt habe ich hier raufgesabbert, oder? Ist ja sehr wunderbar. Ignoriert das bitte, ich werde das herausschneiden. Ja, nein, ich musste jedenfalls total schnauben bei der zweiten Hörverstehenssache. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber wenn so richtig die irgendwie alles verstopft ist im Kopf, dann piept es ja manchmal so. Oder man wird halt so, man hat halt diesen leichten Hörsturz. Und ich meine, es waren dann nur noch 3 Vokabeln oder so. Also bei der 7. musste ich dann irgendwie schnauben und dann den Rest habe ich halt kaum noch verstanden. Das war alles, als wenn er irgendwie durch ein Rohr spricht. Das war gerade ein bisschen ungünstig. Aber der Rest der Klausur war extrem einfach, muss ich sagen. Also ich habe es mir viel, viel schwerer vorgestellt. Ich habe unendlich schwere chinesische Sachen gelernt. Also wirklich alles, was er mal irgendwie nebenbei erwähnt hatte, mir noch angeguckt, das ganze Buch noch mal durchgelesen. Und ich glaube, ich hätte halt diese Klausur auch sehr gut bestehen können, ohne diesen ganzen Aufwand. Ja. Naja, gut. Kann man ja im Voraus nicht wissen und sicher ist sicher. Und ja. Ich habe dann auch gleich am Abend noch mein Ergebnis bekommen. Es war eine 1,3 und jetzt haut mich bitte nicht, aber ich war furchtbar enttäuscht. Ich hätte gerne eine 1,0 gehabt, aber ich wusste auch, dass ich im Hören sowieso nicht so gut bin und dann auch mit der Schwierigkeit des nicht so richtig hören Könnens war das irgendwie, na, irgendwie alles noch ein bisschen schwieriger als sonst. Ich mache hier jetzt mal wieder irgendwas, das kennt ihr ja schon von mir. Irgendwas halt. Ich kann jetzt auch das Farbschema dieses Fotos irgendwie durch diese Neon-Post so besonders gut einschätzen. Also so farblich passt irgendwie nichts so richtig. Aber gut. Aber gut. Seid ihr eigentlich so, naja, ich weiß gar nicht, ob das ehrgeizig ist oder ob das schon irgendwie zwanghaft ist, weil ich finde, eine 1,3 ist halt eine sehr, sehr gute Note. Ich weiß das objektiv. Aber es geht halt immer noch besser. Und solange irgendwie noch Puffer nach oben ist, bin ich immer enttäuscht. Das ist irgendwie so richtig tief verankert. Ich weiß nicht, ob das hier so gut passt. Ich will es halt irgendwie verwenden. Also, es würde jetzt mit dem Grauen ganz gut passen. Ne? Also wenn wir jetzt das wegnehmen und dann haben wir hier was Graues. Was Graues und was Rotes. Irgendwie. Dann würde nämlich auch dazu, wenn ich jetzt mal einen Blick nach rechts werfe, diese tollen Datumsdinger hier würden halt auch ganz gut passen. Von diesem Grau her. Jetzt muss ich mal gucken, wenn ich den 9. ist der Freitag gewesen. Ist da. Wäre das. Ja, das würde nämlich eigentlich voll gut passen, wenn wir das hier irgendwie noch mit hin tun würden. Da fehlt mir noch ein bisschen Rot, aber das können wir ja noch organisieren. Also, Rot soll es uns ja nun nicht mangeln. Vielleicht reiße ich das hier noch an. Naja. So, und dann waren wir jedenfalls abends mit dem Chinesischkurs und auch dem aus der, oh Gott, also aus einer anderen Hochschule noch, den unser Lehrer hatte. Waren wir dann essen und es gab halt richtiges chinesisches Essen, nicht so das typische Restaurantessen. Das hatte er halt vorher für uns irgendwie organisiert. Ja, ich fand es ein bisschen. Also, das Essen an sich war lecker.
Aber es war irgendwie, es waren zwei lange Tafeln, anstatt dass wir uns irgendwie, das Restaurant war halt auch total leer, man hätte das irgendwie so machen können, zusammenstellen können, dass wir irgendwie alle zusammensitzen. Stattdessen saßen wir getrennt. Und dann gab es halt den einen Tisch und den anderen Tisch und dann gab es halt irgendwie so eine riesen Schüssel Nudeln in der Mitte des einen Tisches und da waren irgendwie, ich weiß nicht, wie viele Leute an dieser langen Tafel saßen, aber es musste dann ständig der Teller rumgegeben werden und so weiter und das war irgendwie. Und dann wollten sie halt, dass Vegetarier bei Vegetariern sitzen, aber ich habe zum Beispiel meine, also wir durften halt Freunde mitbringen und so, und dann hatte ich halt meine Partnerin mitgenommen und die ist Vegetarierin und ich nicht. Und nun will ich sie aber nicht zu Leuten setzen, die sie ja gar nicht kennt, da gibt halt keinen Sinn irgendwie so richtig. Ja, insofern war das irgendwie alles so, naja. Naja, hoch, das muss weg. Ja, rein theoretisch machen. Wir könnten auch noch mal unsere Washi-Tape-Kiste gucken. Jo. Naja, und dann hatte ich mich ja jedenfalls abends bei dem Essen auch noch nicht so besonders gut gefühlt. Ja, es passt jetzt farblich gar nicht. Also wenn dann das hier noch irgendwie. Aber dadurch, dass ich jetzt doch ins dieses Grau gehe. Vielleicht machen wir es uns heute einfach und lassen das gleich mal so. Naja, jedenfalls sind wir dann auch alle nicht so lang geblieben. Und naja. Ich werde auch nächstes Semester dann nicht mehr weitermachen. Und ja, ich muss aber sagen, also er hat uns halt schon, also der Lehrer, zusätzliche Informationen zu dem Buch an sich gegeben. Aber ich glaube, wenn man so diesen Start mit Lehrer gemacht hat, dann kann man auch ganz gut ohne Lehrer weitermachen. Also ich weiß ja jetzt, wie er halt immer so vorgegangen ist. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. So, wir könnten jetzt hier irgendwie noch was drunter tun. Also er hatte immer dasselbe Schema, wenn irgendwie eine Lektion angefangen wurde, dann hat er halt immer zuerst die neuen Vokabeln angeguckt, dann den Text und bla bla bla. Und naja, ich kann das jetzt halt, also ich weiß halt, wie er es gemacht hätte und habe halt erstmal vor, zu gucken, ob ich das nicht irgendwie alleine auf die Reihe bekomme. Nehmen wir was von diesem furchtbar schlechten Washi-Tape hier und hauen das da mal hin. Ja, es gibt auch leider ja nur zwei Chinesischkurse bei uns an der Universität, sodass man dann sein A2, glaube ich, A2-Niveau erreicht. Und danach geht es halt nicht weiter. Und das Buch, das wir benutzen, hat halt drei Bände und wir machen quasi Band 1 zu Ende. Und das finde ich halt auch so ein bisschen, naja, es könnte halt. Warum geht denn das jetzt so gut? Ist ja krass. Normalerweise zerreißt mir das so wie hier vorne. Just do it. Okay. Ja, das finde ich ganz süß. Ja, jedenfalls könnte ich halt sowieso nicht so viel weiter lernen mit ihm. Deswegen werde ich mir das einfach mal selbst zur Gemüte führen. Ich habe ja noch nicht genug Hobbys, dann kann ich ja auch noch privat Chinesisch weiter lernen. Ja. Und jetzt, wo die Klausuren vorbei sind, ich fühle mich so frei. So frei wie nie zuvor, sozusagen. Also das reißt nämlich auch immer ganz, ganz toll. Normalerweise müssen diese Drops hier ganz bleiben. Aber naja. Dann machen wir es halt irgendwie so. Ich wünschte, das wäre jetzt nicht, aber ich glaube, kann ich das nochmal erzählen? Ich wünschte, das wäre anders, als es ist. Also. So ist besser. Und dann hatten wir ja Marketing in der Woche da drauf, Klausur.
Und da hatte ich schon mal was in meiner Lederhülle-Dingsbums-Video gesagt, aber ich muss auch dazu sagen, dass das Video ziemlich lang ist und wenn ihr euch nicht gerade selber eine Tasche da machen wollt, dann verstehe ich das total, wenn ihr euch das nicht antut. Ich war auch eigentlich, also wenn ich das jetzt, weiß ich nicht, mir nur angeguckt hätte, hätte ich wahrscheinlich mich dagegen entschieden, das irgendwie zu schneiden und hochzuladen, weil es leider von der Qualität nicht annähernd so geworden ist, wie ich das wollte. Ich wollte unbedingt abends nach der Klausur gleich basteln und damit anfangen und so und wollte aber trotzdem filmen, weil halt auf Instagram doch einige gefragt hatten, ob ich das denn zeigen würde und so. Und ich wollte aber nicht mehr warten bis zum nächsten Tag. Ich wollte jetzt endlich Freizeit und so haben. Und ja. Ja, wie das halt immer so ist. Gar nicht so schlecht. Ja, jedenfalls hatte ich da schon mal ein bisschen über Marketing geredet. Ich habe auch noch keine Ergebnisse, also noch ist gut. Das dauert natürlich auch noch eine Weile, bis das dann online kommt. Aber ich finde es halt immer so interessant, dass mir immer wieder dieselben Fehler passieren. Ich bin nämlich so ein Mensch, der sich wahnsinnig verrückt macht vor Klausuren. Also richtig, richtig schlimm. Mir geht es richtig schlecht immer davor. Ich habe dann jedes, also alles, was irgendwie in einem Psychologie-Lehrbuch über Stress steht, habe ich dann. Ja, und am Ende ist es halt immer gar nicht so schlimm. Ja. Und es gibt ja verschiedene Analysen, die man macht, bevor man halt. Das habe ich auch gemerkt, dass die Kamera rausgegangen ist. So. Also es gibt halt im Marketing verschiedene Analysen, die man halt macht, bevor man mit irgendwas anderem anfängt, so, damit man erstmal weiß, wo man steht. Und das Witzige ist, dass man ja vorher erstmal guckt, also wer überhaupt der Markt ist, und dann guckt man, das hat übrigens Relevanz zu dem, was ich gleich sage, also jetzt nicht auf Durchzug schalten. Und dann guckt man halt, wer sind die Wettbewerber? Wer ist noch da? Und erst dann mache ich eine Ressourcenanalyse und gucke halt, was ich eigentlich kann als Unternehmen oder so. Und das ist insofern witzig, als dass ich das die ganze Zeit gelernt habe, aber selber total vernachlässigt habe. Ja, weil ich nämlich keine Wettbewerberanalyse gemacht habe. Und ich habe immer gedacht, oh Gott, oh Gott, oh Gott, und du kannst das nicht und du kannst dir das nicht merken. Also das Buch, das wir halt dafür ja quasi lernen mussten, war unglaublich mies strukturiert. Also vielleicht kann man das auch nicht besser strukturieren. Ich fand den Inhalt, also super erklärt und so, ne? Aber wenn ich dann verwiesen werde auf das Kapitel 1.1.1.1.1.3, um irgendwas zu erfahren, dann bin ich schon ein bisschen, ja, doch abgeturnt, muss ich sagen. Also es wirkt einfach undurchsichtig. Man wusste nicht mehr, welche Analyse gehört nur wozu und wo gehört jetzt die Strategie hin. Und das war irgendwie alles so ein riesen Durcheinander, so ein Batzen in einem Kopf, den man irgendwie nicht mehr unterscheiden konnte. Und daraufhin, was wollte ich jetzt erzählen? Ja, naja, habe ich halt gedacht, dass ich das nicht so sicher beherrsche, dass ich jetzt wirklich mit ruhigem Gewissen in diese Klausur gehen kann. Dann habe ich aber festgestellt, während des Schreibens, so also als so die rechts und links von mir so ganze Aufgabenblöcke ausgelassen haben, weil sie damit nichts anfangen konnten, dass ich im Vergleich dennoch gar nicht so schlecht dastehe. Jetzt mal unabhängig von dem Ergebnis, das ich nachher bekommen würde, aber es gab immer noch Leute, die das noch weniger beherrscht haben und ich finde, sowas beruhigt vor der Klausur mal ungemein. Ja, das finde ich schon mal gar nicht so verkehrt. Tut mir leid, dass ich euch jetzt die Gesichter meiner Mitleidenden noch nicht zeigen kann. Aber eigentlich finde ich das gar nicht so verkehrt. Jetzt müsste ich da halt was Chinesisches hinschreiben. Ich kann aber noch nicht so viel. Ich kann halt mich vorstellen und so. Das ist vielleicht gerade nicht so passend, aber ich könnte hier halt Zai Jen hinschreiben. Also auf Wiedersehen, weil das ja, das habe ich schon in meinem Journal Spread gemacht. Der letzte Tag war und ich würde gerne hier das in relativ groß schreiben und weil ich ein bisschen Überblick brauche. Ja, ne? Ich kriege das auch nicht dann so hin, wie ich das möchte. Ich weiß das jetzt schon. Das ist immer so.
Jetzt lass mich mal kurz nachdenken, geht es nämlich schon los. Das ist schon Kindergarten irgendwie. Meine Schriftzeichenqualität hier ist auch nicht besonders gut. Naja, so ungefähr. So ungefähr muss es. Kriegen wir das hin? Wahrscheinlich nicht, ne? Okay, jetzt haben wir die Wahl. Wir versuchen es entweder ganz ruhig zu machen oder wir machen es einfach, wie wir wollen. Und gucken mal, wie es am Ende aussieht. Das finde ich fast besser. Jetzt sieht es vielleicht gewollt durcheinander aus. Und ich nehme jetzt sogar diesen Brush hier, diesen Pentel Brush. Und oh Gott, muss wahrscheinlich das Ergebnis irgendwie rausschneiden. Also stellt euch jetzt einfach mal vor, ich hätte wunderschöne chinesische Kalligrafie drauf. Und so stelle ich mir das immer vor. So soll das nicht aussehen, Leute. Gut. Jetzt glaubt ihr alle, ich kann kein Chinesisch, aber ich habe wirklich eine 1-3 bekommen. Es dauert auch ewig, bis man so eine sichere Handschrift irgendwie in diesen Zeichen hat, wer schon mal irgendwie Japanisch oder so gelernt hat. Oh, es geht sogar. Der weiß das. Dass das dann eine Weile dauert, bis man da eine gewisse Schönschrift drin hat. Also ist ja auch wie bei unserer Schrift, es braucht halt Übung. Oh, es war noch. Ah, es ist noch ein bisschen feucht. Na gut, na gut, na gut. Dann überlegen wir uns stattdessen, was wir da noch hinschreiben können. Sowas wie Abschiedsessen oder so. Ich habe auch meinen Muji-Stift wiedergefunden, den etwas leereren. Tada. Und jetzt schreibe ich da mal eben schnell was hin. Ich habe mir in letzter Zeit so ein Kritzeln angewohnt, also angewöhnt. Das ist ja wirklich nicht mehr besonders gerade irgendwie. Na, schreibe, male, was auch immer. Ja, jetzt schreibe ich nur. So, das waren übrigens nicht alle Leute vom Kurs. Einige sind dann halt auch schon gegangen gewesen. So, naja, ihr könnt eh nicht sehen, wie viele da drauf sind, aber wir waren halt mehr Leute. So, und jetzt schneiden wir das wahrscheinlich noch ab hier. So, natürlich die Zipfel, das macht sich immer ganz toll. Dann auf der nächsten Seite irgendwie zu schreiben, aber naja. So, und jetzt kommt der eigentlich schwierige Teil. Wir können jetzt diese chinesischen Sachen mal kurz wegräumen, denn wir gehen jetzt drüber. Und jetzt wird es ganz kitschig. Ich habe so richtig Lust, was wirklich Kitschiges mit euch zu machen. Ich bin mal wieder auf dem Marie-Antoinette-Trip. Nein. Nein, das nicht. Aber ich habe wirklich schon wieder irgendwie eine Änderung vollzogen, finde ich, im Stil, was ein bisschen damit zu tun hat, dass ich halt während der Klausurphase nicht so richtig Zeit hatte zu journalen und zu malen. Und also da musste es irgendwie schnell gehen. Jetzt habe ich mir angewöhnt, so Bilder zu benutzen. Und denk mir, wie blöd warst du eigentlich in der Vergangenheit, dass du das nicht eher gemacht hast? Zum Beispiel hatte Jana mir ja oft Bilder aus der Flo geschickt, und auch richtig, richtig schön. Und ich habe die so richtig spärlich verwendet, weil ich ja immer mehr in meinem Journal und so das haben wollte, so wie hier, was ich halt wirklich auch mit irgendwas direkt verbinde. Auf der anderen Seite mag ich halt einfach gerne schöne Sachen. Und es gibt halt wahnsinnig schöne Bilder. Also wenn man sich auf Instagram, Pinterest und so mal umguckt. Und ich habe jetzt auch, ich kann euch das unten verlinken, von Pinterest, die Pinnwand von Jenny Journals, heißt sie witzigerweise. Perfekter Name für mich. Und ja. Und die hat schon eine gute Vorauswahl an Bildern getroffen. Und dann, wenn man die halt irgendwie mag, dann werden einem ja Bilder vorgeschlagen, die so ähnlich sind und so. Deswegen findet man auf Pinterest einfach wahnsinnig gut so Bilder. Das hier ist übrigens eine Seite von einer richtig, richtig alten Happiness-Zeitung, die meine Mutter mal früher für mich abonniert hatte. Und diese Zeitung habe ich irgendwie nie gelesen. Also, ja, ich weiß auch nicht, war nicht so meins. Aber ich dachte, weil dieses Bild mit meiner neuen Lederhülle ein bisschen gelbstichig ist, dass das irgendwie mit diesem Rosa und dem Gelb recht gut passen könnte. Jetzt bin ich mir eigentlich gar nicht mehr so sicher. Weil dieses Braun von dem Schreibtisch doch echt dominant ist.
Aber ich finde einfach die Blüten so schön. Ich habe das schon so lange. Also manche Sachen habe ich so lange und ich habe mich jetzt entschieden, das alles mal zu benutzen. Oh, ich habe auch das hier. Irgendwas wollte ich gerade noch sagen. Ich bin so durcheinander. Ich habe eigentlich so viel zu erzählen, Leute. Deswegen komme ich hier total durcheinander. Ich hatte ja schon in der Woche, die ihr jetzt nicht sehen konntet, das Januarblatt dafür von verwendet. Und das war ein Kalender, den mir Lena, also Fuchsrute, geschenkt hatte, weil ich ja zeitweise mich über Sissy erkundigt habe. Und da ist halt zu jedem Monat ein Sissy-Bild drin. Und ich finde das eigentlich ganz witzig, das halt so in diese Wochendeko zu verwenden. Man könnte auch so die Tage markieren oder so, wo diese Woche war. Wo diese Woche war? Das war jetzt irgendwie nicht so richtig, ne? Ja. Aber eigentlich war ich bei den Bildern und dass ich jetzt halt auch Fremdbilder benutze und das ist richtig ausgeartet. Ich habe so 20.000, ich kann das mal kurz zeigen, interessiert euch gar nicht, ne? Aber ich habe hier jetzt also alle meine Postkarten und Schnipsel, die ich irgendwann mal aus Zeitschriften ausgeschnitten habe, reingepackt. Aber ich habe auch einfach unendlich viele so Bilder ausgedruckt, die ich irgendwie in meinem Journal verwenden will und gucke halt super viele Bullet Journal Sachen im Moment, obwohl ich ja gar kein Bullet Journaler bin. Und ich finde das in diesem Midori-Format auch viel schwerer, Bilder richtig reinzukriegen. Ich meine, das hier ist schon ein ganz bisschen breiter, aber dieses Längliche ist für Fotos irgendwie nicht so optimal. Ja, nicht so optimal. Irgendwie kommt es nicht so gut. Man muss es halt so klein machen und dann geht halt so viel verloren. Das ist jetzt alles, was ich habe. Könnte irgendwie noch was hin, ne? Sollte ja eigentlich immer gehen. Hier habe ich noch einen Haufen Schnipsel. Ihr kennt ja die ganzen Schnipsel. Dieses schöne cremefarbene Papier. Ich habe mich nämlich getraut, eins von den Blättern von Jana zu zerschneiden. Die hat so ein Harry Potter Papier. Irgendwie so ein, weiß ja nicht, Briefblock oder so. Und da hat sie mir mal Blätter von geschickt und. Ja, ich bin ja jetzt auf Use it or Lose it und deswegen benutze ich gerade also Sachen. Das ist jetzt gerade zu blumig. Das hatten wir schon mal, dass ich hier alles durchgegangen bin. Könnte natürlich auch so einen Kreis machen. Dann irgendwie nach so einer. Nach rosa. Finde ich eigentlich gar nicht so verkehrt mit dem Kreis. Aber ich bin mir noch nicht so richtig sicher. Das da drunter und das da drüber geht nicht, ne? Irgendwas wollte ich euch gerade erzählen. Ich hatte richtig den Top-Gedanken, wo ich dachte, oh Mann, das muss ich euch erzählen. Ach, mein Gehirn. So, ich habe gerade übrigens, das kann ich euch auch erzählen, ich fand es vorher besser. Kurz, während ich hier meine Sachen rausgesucht habe, schon ein Video angefangen, das habe ich noch nicht zu Ende geguckt, von der lieben Planner Love Office. Ich kann das euch mal unten verlinken. Das ist, also die ist so nett und lieb und so. Wir haben uns auch mal was ausgetauscht und eigentlich kannten wir uns auch kaum. Sie hatte mir dann irgendwie das angeboten, weil ich nachgefragt habe und dann haben wir irgendwie getauscht, glaube ich. Ich hoffe, ich erinnere mich richtig. Ich bin Happy Mail total. Also, ich bin so der Typ, der da alles durcheinander bringt, was Happy Mails angeht. Dann kann ich mir das nicht merken. Wenn mir was so erzählt auf Instagram, sowas weiß ich immer noch, ne? Oder wer welches Kommentar schreibt oder so. Aber frag mich mal, von wem ich welchen Sticker habe oder so. Total. Also, es ist wie das Marketingbuch, ist ein riesiger Einheitsbrei in meinem Kopf. So sehr ich das auch immer zu schätzen weiß und so, was ich bekomme, ich kann das irgendwie mir nicht lange merken, von wem was kommt, weil es auch immer so ist, dass die Sachen zeitgleich eintreffen. Ich weiß auch nicht, wenn einer die Idee hat, mir eine Happy Mail zu schicken, dann folgen immer gleich noch zwei, drei. Ich kriege nie irgendwie eine und dann ganz lange nichts, sondern immer zusammen. Und das bringe ich dann durcheinander. Und ich kann mir halt Sachen merken von den Leuten, die eine bestimmte, also zum Beispiel immer dieselben Washi-Sample-Karten oder so benutzen. Das kann ich mir merken. Ja, zum Beispiel nimmt Alice immer so ein kleines Stück Motivpapier und das machen die meisten nicht. Die meisten nehmen halt Karten. Und deswegen kann ich mir das immer ganz gut merken. Das war jetzt von Alice. Ja. Und Jana,
Also Janosch Kalar macht das auch. Und deswegen, also die beiden kann ich auch ganz gut wegen dem Stil dann wieder auseinanderhalten, der Washi-Samples. Aber ansonsten muss ich halt sagen, ist das für mich inzwischen irgendwie, also wenn ich die Kiste sehe, ich weiß nicht mehr, von wem ich was hatte. Ich weiß es nicht. Ich kann aber zum Beispiel bei meinen Instagram-Gesprächen oder so mal durchgehen. Dann weiß ich immer, wer was geschrieben hat. Und dann weiß ich meistens, ach stimmt, wir hatten uns irgendwie drüber unterhalten, über das eine Tape. Und dann weiß ich das auch wieder. Aber ansonsten vergesslichster Mensch. Ich sag euch das. So, ach so, wie kam ich jetzt auf Planet Love Office? Oh mein Gott. Wieder von einem ins andere, ne? Ja, ich hatte ein Video gerade von ihr angemacht und ich glaube, dass sie mich bei dieser Sache getaggt hat, die gerade die Frau Bieber und Jana losgetreten haben, dieses Wünsch dir was, wo man jemand anderes aufrufen kann, dass er was Bestimmtes zeigt. Und ich habe nämlich auf das, also ich lese mir manchmal, ich versuche es immer dran zu denken, durch, was derjenige zu seinem Video unten geschrieben hat. Und da stand irgendwie schon mein Name und entweder hat sie mich nur erwähnt oder sie hat mich getaggt, ich weiß es noch nicht. Oh nein, da ist Kleber raufgekommen. Nein. Ja, das werden wir uns dann da mal gleich angucken. Weiter. Ja. Aber ja, ich fände es ganz cool, wenn mich mal jemand taggen würde. Ich finde es nämlich irgendwie, weiß auch nicht. Also ich war ja schon bei dieser Weihnachtsgeschichte nicht so richtig dabei. Es hatte mich irgendwie keiner gefragt und so und da habe ich mich schon ein bisschen ausgeschlossen gefühlt, muss ich sagen. Ich weiß nicht, ob das an mir liegt, an meinem, ich weiß nicht, an mir halt, in meinem Stil, vielleicht bin ich so unsympathisch oder so, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich habe hier noch einen Schnipsel, Moment. Einen Schnipsel rosa Washi-Tape, nein, das nicht passt, weiß ich auch nicht. Es ist nicht ganz so kitschig, übrigens, wie ich mir das vorgestellt hatte. Das finde ich ganz cool. Also ich weiß natürlich wenig, wie ihr das seht, aber habe schon kitschigere Sachen gemacht. und jetzt könnten wir eigentlich hier noch irgendwie noch eine Blume hinmachen. Es ärgert mich gerade tierisch, dass hier jetzt Kleber drauf kommt. Das kriegt man auch nicht wieder weg. Das ist dieses ganz billige Fotopapier, das ich mal in zwei, weiß nicht, 100er Packen oder so zu meinem Drucker, der inzwischen 6 Jahre alt ist oder so, dazu bekommen habe und ich habe immer noch einen ungeöffneten Packen davon. Also, ja. Vielleicht wird das zu viel, wenn ich da jetzt noch so eine Blume hinsetze. Aber irgendwas, vielleicht finden wir hier noch einen coolen Sticker, den können wir uns auch nochmal angucken. Ich habe nämlich diese wunderschönen. Oh Mann, das hätte auch gut gepasst. Ja, solche Sachen muss man sich manchmal auch früher anschauen. Ja, die ist auch wunderschön, ne? Na gut. Ja, die hier wollte ich eigentlich. Die habe ich nämlich bekommen. Ich glaube, die sind von Ali. Zumindest habe ich die auch auf Ali gesehen. Man weiß ja nie, was so wirklich von Ali ist und ist nicht. Sind zu groß. Ach, so ein Mist. Aber auch schön, oder? Schön, schön, schön. Schön. Ich gucke das hier auch zu selten durch, es rutscht dann immer so vieles nach unten. Und ach, das tut mir dann noch immer so leid. Ach, das bewahre ich übrigens seit Ewigkeiten auf. Das hat Jana mir mal geschickt. Habe ich euch das je gezeigt? Ich bewahre das hier auf, weil ich das unbedingt benutzen will, weil es so geil auch zusammenpasst. Also dieses Mädchen sieht halt erstens aus wie ich, mit dieser Brille und so. Gut, ich habe jetzt keinen Pony, aber ich identifiziere mich mit diesem Mädchen. Und dann ist das halt wirklich, also mein Lebensmotto. Ich weiß nicht, wie Jana das erraten hat, aber es ist wirklich wahr. No day is so bad. It can't be fixed with an app. Also es gibt halt schon Tage, die noch schlechter sind, aber ich finde das Motto einfach mal super gut. Sehr, sehr, sehr lustig. Ja, nein, es wäre jetzt zu viel. Irgendwas Kleines hätte mir da jetzt besser gefallen. Aber was wir machen können, ist zum Beispiel noch einen rosa Stempel zu setzen, weil das ja immer geht.
Ich hätte gerne so ein Beige-Ton, so ein beiges Stempelkissen. Also es gibt so ein paar Farben, wo ich jetzt im Nachhinein festgestellt habe, das wäre ganz cool, die zu haben. Es ist einmal so ein dunkles Rot, so ein Sandbeige und ein dunkles Blau, würde ich, glaube ich, gerne noch haben. Und wir überlegen mal, was wir nehmen an Stempel. Am besten nicht so was Langes. Der hier. Da steht drauf, Love is short, forgetting is so long. Das ist halt auch sehr schön von Pablo Neruda. Das könnten wir ja mal einfach stempeln, wenn wir wollen. Irgendwo hin, wo es niemandem wehtut. Ich habe auch viele, viele Sachen geändert. Ich weiß, das gehört alles nicht in die Wochendeko, aber wir haben uns so lange nicht gesehen. Einmal habe ich Stempel bekommen. Eigentlich fing die Geschichte so an, also kann ich sie euch auch so erzählen. Ich habe nämlich diese kleinen Anne-Stempel bekommen. Die habt ihr vielleicht auf Instagram schon gesehen, wenn ihr mir da folgt. Und sie sind einfach wahnsinnig süß. Oh Gott, ich komme gar nicht so nah an die Kamera ran. Sie sind sehr, sehr süß. Das Problem ist, dass sie halt diese wunderschöne Billigqualität hatten und so über den Rand standen und dann stand der Rand halt so ein bisschen hoch, ne? Na? Naja, gut, ihr könnt das, glaube ich, ganz gut erkennen. Ja, und dann musste ich halt am Rand alles abschneiden, damit ich nicht immer diesen Rand halt mitstempel. Und das war ganz schön anstrengend. Und dann kam ich halt auf die Idee, dass ich auch mal die anderen Stempel, die ich schon seit Ewigkeiten habe und nicht benutze, auch Billigstempel, reparieren könnte. Und habe festgestellt, dass ich tatsächlich den Kleber dafür zu Hause habe. Also falls ihr mal das Problem habt, dass irgendwie dieser Gummi abgeht oder so, kauft euch Fixogum. Werbung für Fixogum, aber es ist wirklich zum Stempel reparieren perfekt. Und ich wusste das gar nicht. Ich habe das natürlich nicht gelesen, was da drauf steht. Aber wenn man halt möchte, dass das wirklich dauerhaft und richtig gut hält, dann muss man das antrocknen lassen. Also ich habe wirklich ganz dünn drauf gemacht und 10 Minuten trocknen lassen und dann dachte ich, es kann doch gar nicht mehr kleben, aber es hält so bombenfest. Für Stempel perfekt. Ich habe sonst nichts gefunden, was dauerhaft auch meine selbst geschnitzten Stempel auf dem Holzblock hält und dieser Kleber schafft das aber. Kann auch hier so ein Hintergrund-Dingsbums nehmen. Hier habe ich jetzt in diesem alten Hobonichi-Dingsbums, habe ich nämlich jetzt meine Stempel durcheinander drin, die ich nicht so oft nutze. Und hier habe ich zum Beispiel dieses Blümchen, wäre jetzt ganz cool. Es erinnert mich so ein bisschen an die Chamille Garden. Ich glaube, ich habe davon auch noch andere. Ich muss mal raussuchen. Ja. Das können wir auch noch nehmen hier. Ja, es gibt ja jetzt diese Blümchen Chamigarden, also jetzt ist gut, es gibt die schon ein bisschen länger. Und die finde ich eigentlich ganz süß. Aber auch wenig originell, als diese einzelnen Blumenstempel ja nur wirklich schon eine Weile gibt und dafür ist es wieder so wahnsinnig teuer. Und dann heißt es immer ja exklusives Design oder so. Das ist dann alles relativ, ne? So exklusives. Ich weiß nicht, ob die passen. Also ich werde jetzt erstmal hier mit Rosa mal ein bisschen was einrosern hier. Kommt denn der? Die Krümel her. Aber das war ganz schön hart hier. Interessant, weil das hier immer nur irgendwie von der einen Seite. Na gut, naja, gut, interessant, interessant. So, jetzt habe ich Rosa verwendet. Ich könnte jetzt dieses Grün halt nochmal aufgreifen, das ich da habe. Es könnte jetzt total nach hinten losgehen, aber irgendwie könnte man das ja mal probieren. Man gönnt sich ja sonst nichts.
So, und da habe ich das nämlich komplett neu geklebt und das hält so bombenfest, ich sage euch das. Der Stempel ist tausendmal besser als damals, als ich ihn erstand. Witzig. Wie ihr seht, bin gerade total drauf. Ich überlege gerade, ob es mir das wert ist, jetzt nochmal aufzustehen und den anderen dazu zu suchen. Oder ob ich sage, mir reicht das, wenn ich hier so einen kleinen Schatten habe von Blumen. Was eigentlich ja auch ganz cool aussieht. Nehmen wir jetzt trotzdem noch diesen Pablo Neruda? Nee, ne? Irgendwie passt der jetzt nicht mehr. Finde ich ganz cool. Also ich schreibe jetzt noch was. Finde ich eigentlich gar nicht verkehrt. Interessant, was wir heute machen. Interessant, interessant. Ist eigentlich immer interessant, weil ich ja auch noch nicht weiß, wie das aussehen wird. Ich könnte jetzt diesen grünen hier auch dafür nehmen. Oder einen braunen. Ich denke, ich nehme den braunen. Das Grün, also sehr dunkel, also nicht gerade so passend dafür, ist, hier schreibe ich jetzt irgendwie, oh, noch besser, noch besser, noch besser. Haha, Kaviko. Da habe ich schon lange nicht mehr benutzt, also relativ lange. Ich habe den letztens mal wieder gereinigt, damit ich überhaupt mit dem wieder schreiben kann. Also, Test von irgendwas. Und dann hat das so lange gedauert, bis der wieder, weil der halt so angetrocknet war. Auch nicht der beste Untergrund hier. So. Und ja, ich bin nicht so richtig glücklich mit dem, muss ich sagen. Ich versuche ihn gerade ein bisschen zu lieben. Ich habe auch wahrscheinlich zu selten mit dem geschrieben, als dass ich schon sehr glücklich mit dem sein könnte. Aber ich hätte mir das von Anfang an ein bisschen smoother vorgestellt. Das ist, also mal abgesehen davon, dass die Spitze zu groß für mich ist. Das ist halt fein, aber es ist immer noch wahnsinnig dick. Also es ist halt so europäisches Fein. Für mich ist das zu dick für meine Handschrift. Okay, wir schreiben da jetzt hin. Selbstgemachte Lederhörnchen. So, habt ihr das gesehen, dass ich manchmal, wenn ich nach unten ziehe, den Strich, dass er einfach, also dass es keinen Tintenfluss gibt? Und das nervt mich richtig, weil das wird das Schriftbild ungleichmäßig und so. Und ach, naja, das mag ich nicht so gerne. So, wie finden wir das? Mal abgesehen von irre kitschig. Ich kann das ja mal ein bisschen näher holen, das fehlt irgendwie so ein bisschen. Ich finde das halt witzig, auch wenn die Stempelabdrücke nicht hundertprozentig sind. Meistens hat man ja danach den Stempel-Fail und es geht mir auch oft so, dass ich das doof finde. Aber hier, also als Hintergrund, finde ich das gerade sehr charmant, muss ich sagen. Und das gefällt mir erstaunlich gut. Und die letzte Woche nochmal, oh, man ist auch schwer hier. Okay, ja, leider mit den Nupsis da, aber was soll man machen? Ist ganz witzig mit dem Gebamsel hier. Ja. Ich finde es ganz witzig, dass es hier so raussteht. Also bei diesem Buch gönne ich mir das mal, ein bisschen dicker zu sein. So, und ich habe jetzt wahrscheinlich nur einen Bruchteil erzählt von dem, was ich erzählen möchte. Zumal ich auch angefangen habe, die Seychellenreise zu planen und mein Setup fertig zu machen und so. Also mein Journal ist schon ausgezogen und ja, ich bin schon total aufgeregt. Es sind noch 10 Tage, bis wir fliegen. Heute ist der 18. und am 28. geht's los. Und ich bin wahnsinnig aufgeregt und ich freue mich schon so darauf, die Videos für euch zu drehen und überlege mir halt, wie ich das machen möchte und auch das Vorbereitungsvideo und so. Und ja, ich hoffe, ihr seid auch gespannt und ihr freut euch, dass ihr wieder eine Woche mit mir dekorieren konntet. Also ich freue mich auf jeden Fall. Ich habe mich wahnsinnig darauf gefreut, euch wieder voll quatschen zu können, wenn mir jetzt mal wieder der Großteil entfallen ist, den ich eigentlich sagen wollte. Aber gut, man kann nicht alles haben. Ich denke, es ist doch ganz nett geworden und ja, ich freue mich schon auf die nächste Woche mit euch. Tschüss!